liebe Gäste vom Thiel & Twen Party Club. Wir haben natürlich etwas ganz Besonderes heute Abend vor. Wir wollen es mal richtig krachen lassen und die Kuh mal übers Eis fliegen lassen, wie man so schön sagt. Und wir haben hier eigentlich so die Wurzel des ganzen Übels. Das ist mein lieber Bruder, der Paul. Der war nämlich damals der Vorsitzende des Thiel & Twen Party Clubs. Und als wir die Idee hatten, da haben natürlich meine Frau zuerst gesagt, du bist total verrückt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir mal, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, etwas mal zu machen, eine Idee umzusetzen aus einer Vision, also ein Produkt zu machen. Und wir wollen natürlich auch, dass wir alle Spaß haben. Und ich denke, die Gäste, die kommen, die können sich vielleicht noch an die guten alten Zeiten erinnern. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen, Leute, kommt aus eurer Komfortecke raus. Ihr dürft tanzen, nicht nur mit dem Kopf wackeln, sondern tatsächlich richtig tanzen, wie man auch früher getanzt hat, mal richtig abrocken. Und wir werden das Licht auch dann etwas dämpfen. Ich weiß, wie das früher war. Die Jungs, die haben sich meistens nie getraut. Die Mädels waren immer die Ersten, die zur Tanzfläche gegangen sind. Und dann, als es dunkel war und das Stroboskopblitz dann anging, dann ging so richtig die Post ab. Und da haben wir natürlich die idealen Scheiben. Und im Hintergrund, dank der neuen Technik, die wir heute haben, zeigen wir euch natürlich auch Sachen, wie zum Beispiel damals dieser Gutshof aussah von der Firma Demol. Demol ist ja mittlerweile ein Begriff. Linda Demol kennt jeder. Wir haben aber damals schon den Papa von Linda Demol kennengelernt. Und der Sender Radio Nordsee, der war für uns also, ja, ich will jetzt nicht sagen Religion, aber der war absolut ein Begriff. Und da ging richtig die Post ab, wenn wir die Musik gehört haben. Naja, ständig Fans rufen an, es wird reserviert ohne Ende. Also denke mal, wenn wir jetzt also unsere 250 Leute voll haben, dann müssen wir den Laden zumachen. Anders geht's nicht. Also Leute, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, jetzt könnt ihr noch Karten reservieren. Also, Herr Paul, wie siehst du das? Ja, genau. Das waren Zeiten, unser Thiel & Twen Party Club. Gegründet aus unserer Jugendbewegung 1968, bei Geldermann gegründet. Geldermann ist heute gar kein Begriff mehr für die meisten Leute. Haben wir uns dann zusammengetroffen. Die Idee war eben halt, Partys zu feiern. Wir haben früher, wie das so üblich war, so Kellerpartys gefeiert. Als Jugendliche, Freund und Freundin, das war unsere Paarungszeit sozusagen, die 68er-Zeit, 68 bis 70. Dann kam die Idee, dass wir überall, wo wir gefeiert haben, weil wir natürlich auch Krach gemacht haben, oft von den Erwachsenen rausgeschmissen worden sind. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwas machen, damit wir schön feiern können. Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Und dann haben wir den Thiel & Twen Party Club gegründet. Das war die Idee, die dahinter steckte. Und dann hatte ich über mein Geschäft, was ich damals führte, mein Fotoladen, habe ich dann jemanden kennengelernt, einen Kunden aus Flüren. Der war ganz begeistert von meiner Idee und der meinte, ja, so einen Partykeller wollte er immer schon haben. Und dann haben wir gesagt, ja, wir richten ihn im Keller ein. Wir haben Jungs, der eine ist Elektriker, der andere ist Schreiner. Der andere ist Schweißer, wir bauen das Ding zusammen. Er besorgt die Materialien, beziehungsweise ich habe die besorgt und er hat die bezahlt. Und dafür durften wir dann jeden Monat eine Fete feiern oder auch manchmal zwei. Und so ist das dann entstanden. Dann haben wir uns dann getroffen bei Geldermann, haben dann einen Club gegründet, so eine Art wie ein Kegelclub. Mit 12 bis 14 Leuten und haben dann einen Kassenwart, einen Kassierer, einen ersten Vorsitzenden, einen zweiten Vorsitzenden gegründet. Und haben dann uns verpflichtet, jeder monatlich 3 D-Mark zu bezahlen. Und derjenige, der Geburtstag hatte, der gab dann irgendwie Wäschekorbbrötchen oder Schnittchen dazu und konnte dann auf jeden Fall feiern, so dass wir dann ungestört feiern konnten. Wir hatten dann eine feste Bleibe, einen festen Raum. Dann haben wir sehr viele Gönner gehabt. Das war damals noch die Firma Hörig in Wesel, Roland Hörig. Er hatte ein Radio-Fernsehgeschäft auf der Brückstraße. Der hat uns da versorgt mit Plattenspieler, mit Verstärker, wir hatten ja noch nichts. Dann habe ich dann angeordnet, dass wir dann, beziehungsweise mit dem Club haben wir das so festgelegt, dass wir jeden Monat dann einmal für 50 D-Mark Schallplatten kaufen konnten. Dann haben wir die neuesten Scheiben dann gekauft und die wurden dann da gespielt und so hat sich das dann entwickelt.
Dann habe ich über mein Geschäft dann Getränke ordern lassen bei der Firma Stamms. Wir hatten dann manchmal bis zu 150 Liter Bier und alle möglichen Spirituosen da drin. Ja, und dann ging die Post ab. Und dann wurde das immer wilder und immer doller, das Ganze. Und irgendwann haben wir natürlich auch Schwierigkeiten mit Nachbarn gekriegt, weil dann mittlerweile dann die ganzen Straßen zugeparkt waren. Wir hatten dann manchmal bis zu 90 Autos da stehen. Und dann haben sich manche Leute auch daneben genommen. Die haben dann beim Nachbarn mal eben den Garten gebrochen und was weiß ich. Und dann musste ich mich am nächsten Tag mit Putzeimer dahin staffieren und mich entschuldigen. Unsere Mädchen oder damaligen Freundinnen, die haben dann geputzt und unsere Jungs, teilweise auch mein Bruder, war dann Dishockey. Und so haben wir uns dann eingeteilt und haben das alles ein bisschen aufgeteilt. Haben viel Spaß gehabt, haben dann später noch größere Veranstaltungen gemacht, haben dann für den, im RTGW-Club und im Weseler, wo heute jetzt das Arte drin ist, in Flüren, in dem Saal haben wir Gaststätte dann zur Post, Gaststätte zur Post, haben wir dann ein paar hundert Leute da drin gehabt und ich bin dann zur Stadt gegangen, habe da Vergnügungssteuer bezahlt und alles Mögliche und dann haben wir Bandgruppen auftreten lassen, also wir hatten schon eine schöne, tolle Zeit. Der Witz war ja der, ich kann mich noch damals erinnern, da haben wir mal Karten gekauft bei der Stadt, Eintrittskarten, die mussten wir ja auch versteuern. Ja, die mussten im Voraus bezahlt werden, natürlich. Und da gab es dann ein Gesetz zur Lustbarkeit von dem Jahr 1870. Ich sag mal, von einer D-Mark damals waren ungefähr 20 Pfennig, die waren, glaube ich, Steuern vorgesehen und dann GEMA und alles. Das war so, war nicht wenig gewesen. Nee, also muss ich sagen, war schon eine. Ja, dann hatten wir Kontakte auch zur damaligen Diskothek Milano in Bocholt, zu dem Jürgen Korschildken. Und von dem haben wir dann auch noch eine Anlage bekommen. Dann haben wir dann zwischendurch Diskothek gemacht und dann zwischendurch haben wir dann Bandgruppen auftreten lassen. Ja, das war. Den habe ich übrigens heute angeschrieben. Ja? Ja, ja. Gut. Also ich konnte ihn telefonisch nicht erreichen und ich würde mich super freuen, wenn er also auch kommt, weil durch Jürgen haben wir natürlich auch dann viele interessante Leute kennengelernt. Ich erinnere mich noch, da sind wir damals mal zum Hotel Bürig gefahren, nach Büderich. Genau. Und da trat dann damals Howard Carpendale auf, muss man sich mal vorstellen. Ja, da haben wir mit dem an der Theke gestanden, haben mit dem Bier getrunken. In jungen Jahren Howard Carpendale. Unglaublich. Da war er noch nicht so bekannt, aber er war schon bekannt, aber noch nicht so berühmt, sag ich mal wieder. Er war so ein richtiger Disco-Fuzzi, der dann überall getingelt hat und. Der hat dann auch, ist dann schon mal in Diskotheken aufgetreten. Genau, genau. Und ja, muss ich sagen, war eine geile Zeit und die kommt auch nie mehr wieder, leider. Nee. Einerseits, andererseits sind wir jetzt mittlerweile alte Knöppe geworden, aber irgendwo legendär waren die Fäden in jedem Fall und. Das war unsere Jugendzeit. Wir heute also so manche Mädels sehe, die jetzt also in der vorgerückten Jugend sind, so ein bisschen über 60 und ein bisschen mehr. Da muss ich sagen, einige haben sich verdammt stramm gehalten, richtig gut. Kernig sehen die noch aus. Ja. Also die sind auch sicherlich an dem Abend auch da, denn die können es gar nicht abwarten, schnell genug dahin zu kommen. Ja, ist ja schön. Ich freue mich. Bin mal gespannt. Ja, ja, lass dich mal überraschen. Ich bin schon. Ja. Mein Bruder ist für alles gut. Der macht immer die Initiative meistens und ich ziehe da meistens hinterher, weil ich bin eigentlich mehr so der ruhigere, besondere Typ, beziehungsweise, ja, ich denke da zwar so in Gedanken noch zurück an die frühere Zeit, aber er ist so mehr aktiv und sagt, komm, jetzt machen wir das mal und so, ne? Voll auf Risiko, ja, und dann wird das meistens auch was. Ja, Unternehmen, ne? Kommt von Unternehmen, wer nichts macht, der bringt doch nichts auf die Beine und man braucht natürlich viele Helfer, das ist ganz klar. Und ich habe festgestellt, das ist wie so ein Virus. Wenn man die Leute begeistern kann für eine Sache, dann stecken die sich von diesem Virus an und dann ist natürlich ganz klar, dass dieser Virus dann dafür sorgt, dass die Leute dann richtig heiß auf diese ganze Geschichte werden und da muss ich sagen, das also hat auch was mit Leidenschaft zu tun und uns geht es gar nicht ums Geld, uns geht es also wirklich einmal nochmal so richtig so, man sagt so schön, den Wirsel auf die Kacke hauen und im wahrsten Sinne des Wortes wollen wir mal richtig krachen lassen und deswegen die paar Stunden lieber also die alten Erinnerungen einfach mal auffrischen. Genau. Und wenn man so überlegt, die ganzen Schallplatten von damals, ich habe sie gehört, also bei einigen, da bekomme ich immer noch Gänsehaut. Und das ist ja jetzt schon 50 Jahre her und länger. Und ob es die Stones sind oder andere Gruppen oder selbst auch diese
selbst auch so manche deutsche Scheiben, wo ich denke, mein Gott, das ist ja unglaublich, was die damals gebracht haben. Auch das waren so diese Womanizer, wo die Mädels dann dahin schmolzen. Hat ja nicht jeder gerade unbedingt jetzt Rockmusik gehört, sondern Michaela zum Beispiel war ein Riesenhit damals, oder Bata Illich oder hier selbst der Puppenspieler von Mexiko und Les Humphries, das waren alles damals Größen. Kräht heute kein Hahn mehr nach, aber wenn man noch so alte Klänge hört, dann denke ich auch, lieber Himmel. Und da sind einige Platten dabei, das sind richtige Leckerbissen. Mhm. Also Sachen, wo ich selbst denke, kann gar nicht sein. Die hast du damals noch nie gehört und jetzt habe ich die mal wieder ausgegraben und schon war die Erinnerung da. Und denke mal, also wir werden so einen musikalischen Spagat machen, dass die Leute dann so richtig sehen, wir waren also vielseitig, nicht einseitig. Und da soll ja auch für jeden, schon wieder die Fans, ist ja Wahnsinn, also ständig Anrufe, ich weiß gar nicht, wir können uns kaum noch retten, so schnell gehen die Karten weg. Wie auch immer, also ja jedenfalls lasst euch mal überraschen, wird eine geile Party werden und wir wünschen euch von unserer Seite viel Spaß. Und genau. Hardy ist mit von der Partie, der ist heute Abend nicht hier, weil er hat nämlich heute Abend eine Sendung über das Internet, Radio Nordsee. Und das wird auch eine tolle Sache, also den könnt ihr dann auch live erleben. Und wir haben natürlich mal so noch mit eingekauft gewissermaßen. Die haben zwar nichts mit den 70er Jahren zu tun, spiegeln aber so die Musik der Eltern von uns wieder, so aus den 30er Jahren, reine A Cappella Gruppe. Und dann natürlich noch ein musikalischer Leckerbissen. Wollen wir euch aber heute live kredenzen, Musik zum Anfassen. Die Jungs, die spielen alles seit 20 Jahren auf der Bühne. Und ihr dürft abrocken, ihr dürft tanzen, also nicht nur Hand in der Tasche, Bierglas in der Hand, rocken ist angesagt, schwurfen ist angesagt, Mädchen mal wieder im Arm nehmen, eure frühere Verlobte, denkt dran, die hatte damals Spaß, heute soll sie auch wieder Spaß haben. Genau. Und das ist das Entscheidende. Also, lasst's gehen, Jungs und Mädels natürlich, ganz klar. Song I wrote, like what you think you know.